Hallo Freunde, hallo YouTube. Falls wir uns dieses Jahr noch nicht gehört haben, haben wir auch nicht noch ein gutes neues Jahr. Ich habe im Oktober 2019 mein letztes Video gemacht und dieses hier über das CRKT CEO. Das ist mein erstes Video im Jahr 2020. Ich möchte allen meine Abonnenten ein gutes Neues wünschen. Ich hoffe, das darf man noch. Heute haben wir den 20. Januar. Ein bisschen ein spezielles Messer stelle ich heute vor. Einen speziellen Hersteller, also für mich, CRKT. Für mich auch ein spezielles Messer. Ja, muss ich sagen, ich war immer so der Gegner von China-Messern. Es dreht sich auch um ein in China hergestelltes Messer. Allerdings vom amerikanischen Messerdesigner, Messermacher, dem Richard Rogers aus Magdalena in New Mexico. Das Besondere an diesem Messer, das ist die Heini, oder ich sage es nur die Heini-Edition, richtigerweise müsste es heißen, Heini-Heinz-Edition dieses CEOs, des Chief Executive Officers, Heini-Heinz Version. Heini, die Waliser bezeichnen dieses für den englischen Markt produzierte Messer als UK-friendly. Ich durfte sagen, 42a-konform, wie es mit dem neuen Messergesetz ist, wenn dort waffenfreie Zone und so weiter zu betreten ist mit dem Messer. Entzieht ich jetzt meiner Kenntnis, ob es da zugelassen ist, dann müsst ihr euch selber informieren. Jedenfalls ist dieses Messer 42a-konform und deswegen habe ich es auch gekauft. Auch wenn es ungefähr so aussieht wie ja, so ein Kugelschreiber mit Clip dran. Es dreht sich um ein kleines, hochwertiges Messer. Stahl ist der 8CR13MOV. Wie gesagt, vom Messermacher hergestellt, von Heini Heinz vertrieben. Gekostet hat es um die 45 Euro, was eigentlich ein sehr angenehmer Preis wäre, auch für ein Massenmesser aus China. Klingenlänge hat er so, Schneide 7,5 cm, das Ganze ist ein, zusammengefaltet so 12,4 cm. Die Gesamtlänge 20,8. Stahl habe ich gesagt, China-Kracher 8CR13MOV. Muss ich sagen, habe ich jetzt zwei Messer von diesem Stahl, der lässt sich hervorragend wieder auf Schärfe bringen und wird rattenscharf, der Stahl, hauptsächlich auf Wassersteinen. Drop-Point-Klinge haben wir noch zu erwähnen. Hier sieht es ein bisschen aus wie ein Pfeifenstopfer. Pfeifenraucher werden wissen, von was ich gerade rede. Und hier sieht man den Nagelhau. Es ist nicht verriegelbar, also auf Neudeutsch ein Slip Joint. Das ganze Messer läuft auf, wie nennt sich das, Ball Bearings, auf, ach, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, Ball Bearings. Auf Kugellagern, so ja, Plastikscheiben, wo sich ein paar Kügelchen drauf drehen. Deep Pocket Carry Clip und die Griffschalen sind so G10 FRN Laminat in Schuppenformat, also ein sehr schönes, angenehmes Messer. Lorax Limited, das ist ja quasi die Outdoor Company, wo Heini gekauft hat vor einigen Jahren. Unten sieht man noch CRKT CEO, Heini Edition, also ist keine limitierte Auflage, sondern eine Heini Edition. Weiterhin auch noch auf der Homepage zu bekommen von Heini. Produkt made in China, Product of China. Das Messer ist eigentlich von den Abmessungen her und vom Gewicht her, Gewicht habe ich noch nicht erwähnt, 59 Gramm. So ein kleiner, ja, wie soll man sagen, Bürohelfer, Apfelschälen, Briefumschlag aufmachen und so weiter. Die Pocket Clip hat er allerdings mit dabei, also in der Jeans verschwindet dieses Messer fast vollständig. Wahrscheinlich auch oben in der Hemdtasche. Sehr gelungenes Design, Schneide 7,5 cm. Klinge insgesamt so 8,5 cm
und sehr angenehm. Also hat so ein bisschen einen ja, japanischen Eindruck. In dem anderen hat sich der Rogers, der Messerdesigner, auch ein bisschen davon leiten lassen. Mir kommt es so ein bisschen vor wie das Böker Quaiken. Und wie gesagt, mit Kugellagern, Ball Bearings, schließt satt. Klinge steht hervorragend in der Mitte, also ich kann da nicht motzen. Was mir an diesem Messer halt gefällt, 42A konform, zweihändig zu öffnen, das war's von mir. Es grüßt der Indoranger.